Bei der internationalen Rassehundeschau in Ebenfurt stellten sich Hund sowie Herrchen und Frauchen den kritischen Augen der Jury. Danach konnte man die Arbeit und das Können der Hundestaffel des Samariterbundes bei einer Vorführung bewundern. Stolz präsentierte der Samariterbund die tollen Ergebnisse der Hundeausbildung. Hauptsächlich werden die Hunde bei der Flächensuche zum Auffinden von Menschen verwendet. Prinzipiell haben wir Flächenhunde und es ist sehr wichtig, die Hunde darauf zu trainieren, so wie es wir jetzt gerade vorgezeigt haben, dass der Hund lernt zu arbeiten und an der Arbeit Spaß zu haben. Deswegen haben wir zuerst auch diese Anzeigeübungen gezeigt, wo ein junger Hund lernt, Personen zu verbellen und diese werden natürlich dann auch bestätigt mit Leckerlis und der Hund muss natürlich von Beginn an lernen zu verbellen, ohne dass er jetzt weiß, er bekommt Fressen oder sonstiges. Das heißt, am Beginn gibt es zwar Leckerlis, irgendwann gibt es dann keine mehr, irgendwann ist dann nicht meine Hürde von 10 Meter Entfernung, sondern von einem Kilometer Entfernung und deswegen dieses Training mit diesem Aufbau. Hauptaugenmerk an diesem Tag galt aber den zahlreichen Rassehunden, die sich der strengen Jury stellten. Doch wonach wird eigentlich so ein Rassehund bewertet? Es gibt für jeden Hund einen eigenen Rassestandard, der durch internationales Richterkollegium bewertet wird und der schönste Hund wird dann zum Schluss Weltsieger oder Best of Show. Und können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wie wäre das jetzt beim Schäferhund, auf was wird da geschaut werden? Beim Schäferhund ist es so, dass das Gebäude beurteilt wird, die Zähne, der Fang, das Gesamtgebäude und dann er muss präsentiert werden, also er muss richtig stehen und wenn er dann richtig steht, dann passt es hundertprozentig und dann wird er seinen Weg machen. Auch Bürgermeister Alfredo Rosenmeier schaute auf einen Sprung vorbei. Ich habe mir für mich schon wieder einmal herausgenommen zu sagen, dass es ein sehr ordentlicher Verein ist, dass hier sehr ordentlich gearbeitet wird. Und diese Bedenken, die wir anfangs gehabt haben, dass man da einigen Schmutz hinterlassen wird und dass es nicht funktionieren wird und was halt alles sein kann, muss ich sagen, stimmt alles nicht. Das ist hervorragend organisiert. Das ist eine sehr eingeschworene, sehr große Familie von Menschen, die Tierliebhaber sind und ganz einfach aus Liebe zum Tier, in dem Fall zu den Hunden, hier auch sich bewerben und auch bewerten lassen. Und mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut. Besonders aufgefallen ist uns Gloria Eber, die gleich mit 6 Samojeden angetreten ist. Diese russische Hunderasse wird im Rassestandard als ein Tier, das den Eindruck von Kraft, Ausdauer, Geschmeidigkeit, Würde und Selbstvertrauen gepaart mit Charme vermittelt, beschrieben. Wie bereiten Sie sich für so etwas vor? Man übt mit den Hunden, man schaut, dass sie vernünftig an der Leine laufen können, dass mit den ganzen Trubel gewöhnt sind, dass das nicht außer der Fassung bringt jetzt im Prinzip. Von dem her viel arbeiten mit ihnen, viel in der Umgebung gehen, viel Menschen kennenlernen. Das ist einmal das Hauptsächliche. Ne? Ist auch für den zukünftigen Besitzer im Prinzip dann sehr viel wert, weil der einen Hund kriegt, der eigentlich mit dem Alltag und mit den Lebensumständen umgehen kann.